Aufgrund des Ausrutschers der niederländischen Nationalmannschaft hat Deutschland aus eigener Kraft die Chance, Gruppensieger zu werden. Wenn sie gewinnen gegen Nordirland in Frankfurt, dann sind sie auf jeden Fall an der Tabellenspitze. Dazu aber eben müssen auch die Nordiren erstmal bearbeitet werden. Werner und Kroos hier im Zusammenspiel. Werner geht auf die Grundlinie, die Flanke auf Goretzka am zweiten Pfosten ist stark geschlagen. Und in der sechsten Minute macht der Münchner das 1:0. Steigt da etwas höher als sein Kontrahent und nickt das Ding dann ein. Der Pass perfekt zwischen Pfosten und Keeper. Da ist dann nichts mehr zu halten in letzter Instanz. Gut für Jogi Löw, der natürlich immer unter Beobachtung steht. Sonst war in der ersten Halbzeit nicht viel zu holen, weil Deutschland auch fahrlässig spielte und Nordirland mutiger wurde. Da fehlt auch der Zugriff. Davis ist im Endeffekt mit dem Abschluss zur Stelle. Gefährlich wird es nicht für den Kasten von Marc-André Ter Stegen, der heute den Vorzug vor Manuel Neuer erhalten hat, in Absprache mit dem ersten Captain. Vor dem Seitenwechsel Eckball von Kimmich, Klostermann verlängert und Robin Koch mit dem 2:0. Viele Torschüsse waren nicht zu holen, aber die wurden dann eiskalt genutzt. Robin Koch, der noch einen Elfmeter verschuldete am Samstagabend, der nicht zu einem Tor führte, ist hier erfolgreich und schießt das 2:0. Das auch den Pausenstand bedeutete. Nordirland spielte gut mit, aber musste sich eben mit zwei Toren erstmal so zurechtfinden. Im zweiten Durchgang spielte die deutsche Nationalmannschaft dann noch etwas besser raus im Rücken, eben diese 2:0-Führung. Goretzka und Joshua Kimmich dann mal mit seinem etwas schwächeren linken Fuß dreht er ihn da in Richtung des zweiten Pfostens und den bekommt er am Ende auch fast noch rum. Durchaus schön anzuschauen. Nordirland riskierte mehr, machte jetzt auf und Deutschland wusste diese Räume zu nutzen. Timo Werner über die linke Seite. Ein guter Antritt, wieder eine gute Flanke und Gündogan mit dem Kopf. 64. Spielminute, das 3:0 für Deutschland. Und das bedeutete ja quasi den sicheren Gruppensieg. Stark von Werner, der hier den nächsten Treffer auflegt und Gündogan einfach abgezockt. Springt da hoch und erwischt den Ball mit dem Schopf. Nordirland konnte sich wirklich ärgern, eigentlich gut mitgespielt, aber 3:0 hinten, das kommt dann ja auch nicht von irgendwoher. McNair zu Davis, der steckt durch und dann ist Marc-André Ter Stegen mal richtig gefordert. Vorher aber eine Abseitsposition, die vorlag, richtig entschieden, aber trotzdem wichtig für Ter Stegen, dass er sich hier auszeichnen kann. Konnte Deutschland noch ein drauflegen. Wieder Nico Schulz, der mittlerweile richtig Spaß an diesem Abend fand. Serge Gnabry kommt nicht durch. Kroos und Klostermann setzen aber weiter nach. Kroos und dann Serge Gnabry gegen Peacock Farrell, der jetzt auch endlich mal einhalten kann. Bei den Treffern eigentlich jeweils keine Vorwürfe an ihn auszusprechen. Löw aber zufrieden. Schlussphase konnte sich Nordirland zumindest mit dem Ehrentreffer belohnen. Das ist White, der da natürlich viel zu viel Platz hat. White vor Marc-André Ter Stegen. Doch der Mann vom FC Barcelona behält die Überhand, spielt zu Null und schreibt damit sein eigenes Empfehlungspapier. Am Ende steht ein deutliches 3:0, das auch so in Ordnung geht, wenngleich auch defensive Schwächen wieder offenbart wurden. Die müssen auf jeden Fall abgestellt werden. Jetzt ist der sichere Gruppensieg da und das ist erstmal der Fokus. Deutschland gewinnt gegen Nordirland am 10. Spieltag der EM-Quali mit 3:0.